Urdhva Samyukta Padmasana ist der gebundene Lotus im Kopfstand. Da gibt es zwei Variationen. Raffaella zeigt beide, wie sie gehen. Ausgangsposition ist der Kopfstand. Und wenn du im Kopfstand bist, kannst du dieses Samyukta Padmasana auf zwei Weisen erzeugen. Zum einen gibt die Fußsohlen zusammen und die Knie auseinander. Manche indische Yoga-Lehrer bezeichnen das als Urdhva Samyukta Padmasana. Die anderen sagen, wenn man die Beine in den echten gebundenen Lotus bringt, also die Füße auf die gegenüberliegende Oberschenkel, das ist Urdhva Samyukta Padmasana. Im Grunde genommen, beide ergeben so die Anmutung einer Lotusblüte und du willst ja auch innerlich erblühen wie Padma, ein Lotus.